So, heute bin ich mit der Afrika Twin unterwegs. Leihmaschine, habe den Crossi zur Inspektion und zum TÜV gebracht. Und ich wollte eigentlich einen NC fahren, NC 750. Aber da habe ich die gesehen, die hat DCT auch. Denke ich, das kannst du vielleicht mal testen. Ich bin sie ja schon mal gefahren, das Vorgängermodell, also den Jahrgang davor. Und die hat ja jetzt so ein Facelift bekommen. Also, ich muss sagen, tolles Motorrad. Wer sie noch nicht gefahren ist, der sollte sie ruhig mal fahren. Der sollte sie ganz dringend mal fahren. Also, es gibt kaum ein Bike dieser Kategorie, was sich so schön fährt. Sitz kann man in der Höhe verstellen. Das ist jetzt die normale, also die höchste Version. Ja. Was mir auffällt, ist, sie ist lauter geworden. 1000 Kubik, 95 PS. Ja. Macht riesen Spaß. Also jeder, der diese Bohai oder diesen Hype um diese Afrika Twin für angebracht oder für ja. Also jeder, der denkt, da kann nicht so viel hinter sein, wie sie da in der Werbung sagen und sowas, alles mögliche. Der wird enttäuscht werden, da ist wirklich was hinter. Das ist ein tolles Motorrad. Also ich würde fast den Crossi dagegen eintauschen. Wenn da nicht die Kette wäre. Ja. Nee, ein schönes Teil. Ja, lassen wir sie mal sprechen. Nicht schlecht. Ja, dann fahren wir doch mal eine Runde. Die schicken uns nämlich hier heute quer durch die norddeutsche Tiefebene, weil da wieder eine Straße gebaut wird. So, keine Kupplung. Das ist die Feststellbremse bei der. Hier wird geschaltet auf D und S und auf N. Manuell. Ich fahre immer manuell, schalte dann hier über die Wippen. Kann man hier sehen, da kannst du manuell einstellen, hier D, S und N. Ja. Und da schalte ich runter und da hinten ist ein Hebel zum Hochschalten. Ja, jetzt darf man das natürlich nicht mehr machen, jetzt geht sie los. Ja, dann fahren wir doch gleich mal. Ganz tolles Gefühl auf diesem Ding. Man fühlt sich sofort sicher. Man sitzt noch einen Moment gerade, also noch ein Stück gerade als auf dem Crosstour. Auf dem sitzt man schon gerade. Vollkommen entspannt. Sitzbank vorzüglich. Also wenn wir jetzt da runter ins Sauerland fahren, der Manni mit seiner Afrika Twin, der wird bestimmt entspannter ankommen als ich mit dem Crossi. Windschutz ist auch gut, obwohl die Scheibe so klein aussieht. Tolles Motorrad, kann man nicht meckern. Hat Honda alles richtig gemacht. Ich bin ja vergleichbarer von KTM gefahren, 1050 Adventure. Das ist, da möchte ich nicht tauschen. Ich würde keine KTM hiergegen eintauschen. Ein tolles Bike. Beim Runterschalten gibt es so leicht Zwischengas, wenn man, ich bin jetzt im fünften, wenn man runterschaltet in den zweiten oder dritten, knallt dann hinten drin so, mache ich jetzt mal, aber man hört das wahrscheinlich jetzt nicht. Ne, man hört es jetzt nicht. Oh, da hätte ich auch erfahren können, na gut. Bisschen viele Informationen auf dem
wie nennt man das denn? Tacho? Nee, Tacho kann man das ja nicht mehr nennen. Das ist ja jetzt mittlerweile so ein Bildschirm. Geht gut. Nicht ganz so brutal wie der Crossi, aber geht gut. Das DCT hat nochmal in der neuen Generation zugelegt, schaltet weicher. Man hört bei den Schaltvorgängen kein Getriebe klackern mehr. Echt gut. Kann man nur empfehlen. Fahrt ruhig mal die DCT-Version. Da hat er es gemacht. Also ständig akustisch präsent, würde ich mal sagen. Man kann das auch Leute laut nennen. Also ist keineswegs so, dass diese Euro 4 Geschichte die Motorräder leiser gemacht hat. Ich habe kein Gas gegeben, das hat er selber gemacht. Nochmal. Cool. Das finde ich cool. So, jetzt kenne ich mich wieder aus. Hängt schön am Gas, hat jetzt auch elektronisches Gas, also elektrisch gesteuert. Die Drosselklappen. Nicht mehr über Seilzug. Sehr schönes Teil. Würde ich auch sagen, wenn es keine Honda wäre. Jetzt kommt eine Teststrecke für Fahrwerke. Da bin ich eben auch mit dem Crossi runtergefahren. Oh, da denkst du, fallen die Plomben aus den Zähne. Man sieht das der Straße nicht an, aber da stehen links und rechts Bäume und die haben ihre Wurzeln unter dem Asphalt. Das ist eine schlimme Tortur, hier mit einem schlechten Fahrwerk drüber zu fahren. Aber bei diesen Federwegen hier gleitest du darüber weg und merkst gar nichts davon. Könnte nie so schnell mit dem Crossi hierher fahren. Und was sitzt man gerade da drauf? Echt doch. Wahnsinn. Klasse. Mit dem Crosstourer bin ich eben 70 hierher gefahren. Ich fahre jetzt 95. Kann noch 100. Tolles Fahrwerk. Schalten. Ja, jetzt knallt. Jo. Astral. Jo. Uhr kann ich meinen Schlag draus wieder abholen. Noch ein bisschen Zeit. Das habe ich irgendwie Fernlicht angemacht oder was? Ja? Ah, so. So viele Knöpfe hier. Die Farbe finde ich auch gar nicht schlecht, dieses Weinrot. Irgendwie schön geworden. So. Wunderbar.
muss ein Motorrad laufen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass man hier mit ganz weite Strecken fahren kann. Gerade Auslauf wie ein Panzer. Gut, da fehlt dann ein bisschen Schmalz unten rum, aber wahrscheinlich auch Hubraum. Aber dadurch ist es auch sehr leicht beherrschbar. Schönes Motorrad. Natürlich der einzige Knackpunkt könnte sein für einige, dass sie ziemlich hoch ist. Gut, 2 cm kann man niedriger mit dem Sitz. Aber ja, scheint noch ein Ticken höher zu sein wie der Crossi. Das könnte für etwas kleinere Leute wirklich das Problem sein. Morgen soll das Wetter ja ganz schlecht werden. Also werde ich mal zusehen, dass ich heute alles noch gepackt kriege und den Crossi soweit reisefertig mache. Dann muss ich nicht morgen durch den Regen laufen. Was macht ihr denn hier? Crossi ist ja nicht unbequem, aber das Ding ist noch, also das ist Wahnsinn. Ich bin total begeistert. Ich bin bekleistert. Beweglich ist sie auch, gut. Riesenvorderrad, da muss man sich dran gewöhnen, 21 Zoll, aber ist klasse. Ich muss doch irgendwas finden, was schlecht ist, Mensch. Was kaufe ich denn noch so ein Ding? Gibt's doch gar nicht. Was ist schlecht? Fällt nichts ein. Ja gut, dieses komische Mäusekino da vorne. Da ist so viel Information, das rafft man gar nicht alles. Wo ist denn der Drehzahlmesser überhaupt? Da haben sie es ja bei Honda. Ach da, das hier. Cool. Da hätten sie auch mehr verstecken können. Also, Drehzahlmesser ist dann der Negativpunkt. Der ist mir gerade nicht aufgefallen bis jetzt die ganze Zeit. Echt, da sitzt so gerade drauf, als ob du einen Stock verschluckt hättest. Kann nicht angehen. Eine Übersicht wie vom Hochsitz aus. Ah, sie spricht noch mit mir. Mal mit dem Bambi rechnen, was da rauskommt. Links und rechts immer peilen.
Ja, das Display ist wirklich nicht so gut. Hätte man besser machen können. Gut, irgendwo muss... Irgendwo kann man alles besser machen. Aber nützt mir ein super Display, wenn der Motorrad nicht gut ist. Dann lieber so rum. Tja, wie liest man hier die Uhr ab? Keine Ahnung. Hat er gar keine... Ist das da unten die Uhr? 11.47 Uhr? Das stimmt nicht, oder? Hä? Ist das eine Uhr? Keine Ahnung. Finde ich gut. Da braucht man nach meiner Ansicht gar keinen Zubehörtopf mehr kaufen. Allenfalls einen, der nicht so giftig ist, sondern so der ein bisschen dumpfer klingt. Der also quasi nur die Tonlage. Oha, ich hätte auch mal blinken können. Der die Tonlage ein bisschen verändert. Ja, sind nicht immer die Autofahrer, die was verkehrt machen. Ach, wo wir gerade dabei sind. Ich habe mich doch neulich so künstlich aufgeregt über die Hecks von modernen Motorrädern, über die Heckansichten da quasi, ne? Da stand da eben im Laden auch so ein Ding. Oh, einen halben Meter Schwanz da hinten dran. Halben Meter bald. Da habe ich ihn gefragt, warum um Gottes Namen man solche Dinge da dran baut. Das kann doch kein Designer gewollt haben so. Ist auch nicht so. Das machen die deswegen, weil bei der Typzulassung dieser Maschine, dieses Typs Motorrad, also nehmen wir mal so was, wenn so was neu rauskommt, dann müssen die ja, muss dieser Typ ja von den verschiedenen vom Kraftfahrtbundesamt und von den entsprechenden Ämtern in Europa zugelassen werden. Also freigegeben werden zum Bau und zum Vertrieb in den jeweiligen Gebiet. So. Und da sagen die Regeln, das Kennzeichen für ein Motorrad muss blinken. Jo, heb die Schraube hoch, guter Mann. Ich will da drunter durch. Das Kennzeichen beim Motorrad muss hinter dem Rad liegen. Hinter dem Hinterrad. So, und um das zu erreichen, muss man eben halt hinten entsprechend lang was dran bauen, damit das Kennzeichen hinters Hinterrad kommt. Das ist der Grund für diese langen Dinger. Also es ist nur eine Sache der Typzulassung, so wie ich das verstanden habe. So hat er mir das erklärt. Den TÜV hinterher, den interessiert das überhaupt nicht mehr. Deswegen darf man ja auch ruhig so kurze Hecks anbauen. Muss halt nur den Winkel beachten und sowas. Deswegen hat man auch bei der neuen CB1000R dieses abgrundtief hässliche Ding dahinter das Hinterrad geklemmt, geschraubt. Das hängt da so frei in der Luft irgendwie. Das dient auch allein dem Zweck, das Kennzeichen hinter das Hinterrad zu bringen, weil die Motorräder in aller Regel immer kürzer werden. Früher waren die Chassis länger nach hinten, deswegen hatten die damit kein Problem. Aber heute werden die Motorräder kürzer, deswegen muss der Abstand nach hinten hergestellt werden. Deswegen die langen Dinger. Oder halt die andere Lösung, etwas vors Hinterrad zu bauen. Ein Bügel dann. Nun wissen wir Bescheid. Sind wir wieder ein Stück schlauer. Cool. Machst du noch beim ersten? Oh ja, cool. Aber mach dann nur beim Runterschalten.